Herzlich willkommen bei der 48er Tandler Lounge. Unter dem Motto Leibende Musik aus Wien präsentieren wir euch Leibende Musik. Mit Musik und Talk. Talk. Liebe Nadine Beiler, es ist uns wirklich eine große Freude, dass du gekommen bist. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Du kommst ja aus einer Ärztefamilie. Das freut mich ganz besonders, denn ich bin auch in einem Ärztehaushalt aufgewachsen. Was bei mir zu Hause war, und ich habe gehört, bei dir was ähnlich. Der Vater, der Stiefvater in meinem Fall, hat Musik gemacht, hat immer Spitalsärzte-Bands gemacht und gegründet. Und so bin ich zur Musik gekommen. Wie war das in deinem Fall? Was hat dich da dazu getrieben? Also der Papa hatte ja was damit zu tun. Ja, also der Papa ist in meiner Familie Arzt, aber das Musizieren kommt noch von woanders her, weil der Papa, der kommt aus einer riesigen Musikerfamilie. Die waren, glaube ich, damals schon beim Peter Alexander, so sind mit 6 Geschwistern Hausmusik machen. Der nächste Schritt, den du gemacht hast, ist irgendwie in die Popmusikszene. War das Starmania oder hast du vorher schon sozusagen eine Band gehabt oder irgendwo Konzerte gegeben? Oder wie hat das funktioniert? Was war da dein Weg? Also ich habe schon immer gerne auf jeden Fall meine eigenen Melodien gesungen, wo ich mir sage, die 90er Bravo-Hits, die erste CD war immer halbwegs gut, die zweite mit der Elektromusik habe ich überhaupt nichts anfangen können, aber im Nachhinein war ich sehr froh, dass die Musik jetzt nicht so gut war, dass ich meine eigenen Melodien gesungen habe und habe mit 7 meinen ersten Song geschrieben, eben die wunderbaren Sterne mit 3 Strophen und Chorus und war da eigentlich schon immer dabei. Und habe schon vor Starmania einmal einen Auftritt gehabt mit meiner Schwester gemeinsam mit der Denise. Und haben wir uns einmal ein bisschen probiert, aber dann so richtig von Riesenpublikum, das war nachher schon mit Starmania. Aber ich habe damals mit 12, als das erste Mal das gelaufen ist, also eben Starmania, und ich gesagt, wenn ich 16 bin, mache ich dann mit und dann gewinne ich das. Wo ich nachher 16 geworden bin und die Pubertät dazwischen war, war ich dann immer so selbstbewusst, was das angeht, aber der Plan ist aufgegangen. Du bekamst tatsächlich Angebote aus den Staaten. Ja, genau, 2017. Ja, das möchte ich wirklich wissen. Ja, sie haben eine Sängerin gesucht, die eben in Amerika nicht so bekannt ist und wollten irgendwie daraus den nächsten großen Star machen, wo ich eben gesagt habe, weil ich war ja gerade voll mit meiner gemeinnützigen Organisation, mit dem Miralein am Start und ich habe gesagt, so Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das passt halt bei mir nicht. Also wenn nachher möchte ich den Miralein machen und das auch nach außen hin repräsentieren und dann hat ihr Team gekriegt, so mit 9 Leuten, jeder für irgendeine Kleinigkeit zuständig, da schreiben sie ja nachher Drehbücher. Also da hat man uns 2 Jahre Zeit lassen, Drehbuch schreiben für die anschließenden Jahre, wo ich wo auftritt, was ich wo sage, was ich wo anziehe. Und irgendwie hat es am Anfang cool geklungen, weil es war schon irgendwie früher der Plan, so richtig da reinzukommen, schon eben mit der Message, damit ich halt die Plattform habe, dass ich wirklich viele Leute erreichen kann. Und aber dann irgendwie habe ich so ein schlechtes Gefühl gehabt, so irgendwie, ich bin jetzt gerade so super auf meinem Weg und eben ich bin so frei. Und ich habe das ja schon mal mitgekriegt, den ganzen Schickimicki-Star-mäßig. Und es ist einfach nicht so ganz meine Welt. Und mir vorzuschreiben zu lassen, was ich anziehe und was ich sage, das war mir die Freiheit nicht wert. Und lieber bin ich frei und kann alles machen, was ich will. Und habe halt vielleicht nicht den Erfolg, was andere unter Erfolg sehen. Halt. Aber mein Erfolg, erfolgreicher Tag ist, wenn ich glücklich war, wenn ich das machen habe können, was ich machen will, und von dem her habe ich das glücklichste Leben überhaupt, im puren Luxus. Ich habe da so einen Satz von meiner Organisation, höre immer auf dein Herz und es wird lachen, selbst wenn dein Verstand zu weinen beginnt, weil nachdem ich ihnen abgesagt habe, da habe ich mich davor so riesig gefühlt und habe es genau gefühlt, es war das Richtige, und am nächsten Tag so, nein, was habe ich noch gemacht? Und dann haben sie mich eh nochmal angerufen und wollten sich sicher sein über meine Entscheidung, weil sie damit nicht gerechnet haben, und ich habe gesagt, nein, ich bin mir sicher, meine Freiheit ist mir mehr wert. 2016 habe ich mich entschieden, weil ich eben so ein authentischer Herzbarzel, wie ich es jetzt bin, wenn man so sagt. Herzbarzel? Ja, in dem Showbusiness, oder? Ich meine, das Showbusiness und Authentizität, das ist ja, das schlägt sich ja schon, wenn man es so ausspricht. So. Und ja, das habe ich damals eben im Sommer auch gesagt, also das mit Ellbogentechnik und sich hinstellen und
ja, das war einfach nichts für mich. Ich habe zu meinem Papa gesagt, wenn ich da weitergehe, das bricht mir irgendwann. Mhm. Und dann habe ich eben entschlossen, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg mit dem Miralleen und mache das jetzt einfach. Und habe ja schon eine gewisse Fanbase aufgebaut und so weiter, wo ich jetzt eben die letzten Jahre voll da drin war, Konzepte schreiben, Bücher schreiben, Systemwandel, Bewusstseinsbücher für Jugendliche und so weiter. Und jetzt bin ich aber eben, dann ist mir ja so schlecht gegangen 2019, volles Burnout. Mhm. Und dann habe ich eben die Anfrage von dem Masked Singer gekriegt. Und das hat die ja niemals angenommen, wenn die nicht gerade so am Boden gewesen waren, wo ich mir gedacht habe, ich brauche jetzt mal Abstand von den Problemen der Welt. Und das macht jetzt einfach einmal Spaß. Mhm. Und jetzt kann ich das, also jetzt bin ich eben, möchte ich wieder mehr Musik machen und das, was die Miralleen einfach mitnehmen. Und wen es interessiert, ich als Künstlerin, dann gibt es halt bald eben die Bücher, was man sich dann durchlesen kann. Und also jetzt habe ich halt einfach mein Image, das ist da, das ist ja nach Starmania mehr von den Medien gemacht worden, auch von Musik, was ich so machen habe müssen danach. Und jetzt bin ich halt auch gestandene Künstlerin und ja, das ist me und da kann man immer viel nackeln dran. Was hören wir denn heute von dir? Was also, hast du uns mitgebracht? Unter anderem ein Song von meinem Album, eben Nadine Beiler, Sweet Artist Mind, das ist halt gleich ein Geschenk für dich. Wanna cruise further away, get my thoughts out of the way, yeah, yeah. With every mile, every day, I feel how the burden fades. The past flows through my veins, in my head the future lingers. For my heart the moment gains, but it's slipping through my fingers. Oh, unless if you'd only be an angel or a sinner. Why my heart's still feigning pain, I can see who'll be the winner. Tides move, mind stand still, how I wanna feel this fighting in me. Wanna feel that I'm free, that my heart's to beat. I go ahead, I'm gonna let it flow, it's out of control. Let's jump aboard. We are the ones who change the world. Wanna choose my own lane. No more red light, I'm going straight. No more smile will be fade. Oh, oh, watch how the dawn breaks. A challenge of love versus hate, renewal and destruction. Destiny looks back on its painting, complicates the puzzle. We're chasing stars to Mr. Rain, the air is getting thinner. Yeah, you know our fight's in vain, slipping through your fingers. Tides move, mind stand still, how I wanna feel this void in me. Wanna feel that I'm free, that my heart's to beat. I go ahead, I'm gonna let it flow, it's out of control. Let's jump aboard. We are the ones who change the world. 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 Want to change the world. Du bist ja eine von den Guten sozusagen. Du musst dir hier im Tandler-Shop ja wie zu Hause fühlen. Ne? Ja. Auch vor allem als Tirolerin. Da hinten hast du gesehen, die ganzen Ski, gut, da wird schon zu warm. Die Bikes, sagtest du Mountainbike oder ist in Tirol nur Skifahren und Snowboarden, oder? Also mein Papa ist ein fleißiger Mountainbiker und ich kenne viele mit Downhillen und so, aber das ist mir
bisschen zu gefährlich. Ich bewege mich eher auf flachen Gebieten. Und habe mir jetzt eben schon überlegt, ich habe schon geschaut, also da drüben ein Radl jetzt für die Stadt. Du redest immer Miralen. Miralen, Miralen, Miralen. Was ist das? Ja, also eben der Miralen ist mein gemeinnütziger Verein. Eben mein persönlicher Friedensweg, so wie ich es gesagt habe, 2016, wo ich gesagt habe, so, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Und eben Mira ist ein indischer Name und bedeutet Friede, Wunder und Schicksal. Also eben der Friedensweg, Miralen. Ja. Ja, und ein Verein zur Bewusstseinssensibilisierung im zwischenmenschlichen und ökologischen Sinne. Und da gibt es eben auch den Leitspruch, eben die Natur als Abbild der verloren gegangenen Selbstliebe der Menschheit. Eben alles, was wir der Erde antun, das tun wir auch uns an und alles hängt im Großen und Kleinen. Du redest wie ein pragmatisierter Mitarbeiter vom Tandlermarkt. Schon, oder? Ja, weil immer ja, das war sicher ein Schicksal, wir haben uns angezogen. Ja, aber und das cool, wir sind ja hier in der Musikecke und das sind lauter Instrumente, die Menschen einfach weggekaut haben oder, so gescheit sind sie es schon, so weit sind sie in Wien erzogen worden, die Instrumente hierher bringen, abgeben, damit es wer andere das braucht oder gern hätte, um relativ bis sehr wenig Geld kaufen kann. Und das ist eigentlich, das ist ja eins zu eins sozusagen, steht da irgendwie auch drinnen in deinen Miralen. Left inside if there is a story. What is life if there's no more dawning? No tension that we're running out of time. Driven by the voice within, far beyond what I once have been. The shadows hide away the gift of life. To forgive, I try to release myself. Stop blaming someone else and start to run. Oh, I got nowhere to go. Oh, I got no place to grow. Wanna be, wanna feel like home. Oh, I got nowhere to go. Oh, I got no place to go. Wanna be, wanna feel like home. The empire of the fallen angels, the same old song they keep on singing. When will we start to change the chords? Oh, yeah, so I've seen a vision, fully aware of our ambition, not so confused and dazzled by the light. One hand on my heart and mess, get lost in the moment, far away from heart. And I sense that you're out there, can't do it on my own. Please stop to hide. Oh, I got nowhere to go. Oh, I got no place to grow. Wanna be, wanna feel like home. Oh, I got nowhere to go. Oh, I got no place to grow. Wanna be, wanna feel like home. Oh, I got no place to go. Only to dream it all alone. Won't find realization.
Leibende Musik aus Wien in all seinen Facetten. Heute haben wir hier die Musik des Friedens. Peace habe ich extra mein Outfit gewählt für einen der erfolgreichsten Reggae-Artists des Landes. Sein Name Recall. Servus, grüß dich. Servus, grüß dich. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Das ist eine abgedroschene Floskel. In diesem Fall stimmt es einmal wirklich. Du hast deinen Kollegen mitgebracht, den Kicho. Danke fürs Mitnehmen, lieber Rico. Kann ich da nur sagen. Danke für die Einladung. Sehr gerne, wir sind ja trotzdem mit deinem Auto da. Das ist richtig. Also bei euch ist es ja ein bisschen schwierig, weil ihr seid Solo-Artists, du unter dem Namen Kicho, du unter dem Namen Recall. Dich kennt man und gemeinsam kennt man euch auch unter dem Namen Royal Combo. Ihr seid also quasi royale Combo. Die royale Kombination. Ja, also der ein oder andere wird uns wahrscheinlich aus früheren Tagen noch gemeinsam als Royal Combo kennen. Das Projekt haben wir mittlerweile, oder wir haben es einfach ein bisschen stillgelegt, ja, und uns auf die Solo-Projekte konzentriert, weil beim Kicho ja auch ein, zwei Kinder dazwischen gekommen sind. Und die Solo-Projekte laufen weiter und wir machen trotzdem noch gemeinsam Musik. Wir helfen uns gegenseitig beim Videoschneiden, bei Fotoshootings, beim Songwriting, beim Aufnehmen und so weiter und so fort. Also die Ursprungsidee, woraus Royal Combo entstanden ist, ist geblieben. Die gemeinsame Zusammenarbeit. Ja, und wie war das? Wie stelle ich mir das vor? Hast du da immer schon gedacht, du, ich möchte gern Reggae machen? Oder ist das irgendeine Leidenschaft schon immer gewesen? Oder wie kamst du auf das? Das ist jetzt kommt die nächste abgedroschene Floskel. Du kannst da nichts aussuchen. Reggae hat mich gefunden, mhm, im Endeffekt. Eine schöne Floskel. Ja, aber sie stimmt auch in diesem Fall. Und ich habe nicht immer Reggae-Musik gehört, ich kannte dieses klassische Pop-Ding, was halt da auch in Österreich im Radio gespielt hat. Und ich habe ganz andere Musik gehört und dann im Leichtathletikverein ein paar Freunde kennengelernt. Und damals hatten wir noch Walkmans und wir haben Kassetten getauscht. Und ich habe eine Reggae-Kassette bekommen. Und dann war es tatsächlich um mich geschehen. Also ich habe mir das angehört mit sehr aktueller jamaikanischer Musik damals, also nicht nur Bob Marley und diese ganzen Mainstream-Sachen, sondern auch wirklich Underground, Reggae und Dancehall, direkt aus Jamaika. Und das war instant um mich geschehen. Ich habe gewusst, die Musikrichtung ist das Richtige für mich. Es hat mich abgeholt, obwohl ich die Sprache nicht verstanden habe. Insofern kann man da wirklich noch einmal die Kraft von der Musik und die Macht von Musik halt nochmal herausstreichen, wenn man die Sprache nicht versteht und man fühlt es trotzdem. Es holt einen ab und es hat mich seitdem immer losgelassen. Wie viele Stunden hat dein Tag, dass du so viel machen kannst? 24. Doch! Ja, das ist schon so. Das ist auch ein bisschen so, diese jamaikanische Art Musik zu machen. Und in Wirklichkeit bin ich da ein Artist, der noch relativ wenig released. Also in Jamaika ist es so, dass die Leute wahrscheinlich pro Woche ein, zwei Singles releasen. Es gibt Artists, die haben ihr 75. Studioalbum gerade rausgebracht und so weiter und so fort. Das ist ja bei mir Gott sei Dank nicht so, aber ich versuche halt so viel wie möglich rauszuholen, was halt mir möglich ist, auch unter den Umständen. Jetzt in der Zeit, wo wir halt die Pandemie haben und Lockdown-Situation und so weiter, kann man sich ja ein bisschen mehr auf das konzentrieren. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, 12 oder 13 Singles released. Wir haben heuer im Februar mein allererstes Solo-Album released. Das ist ein reines Feature-Album. Close the city, turn the lights down low. We feel we go to where shall still go. Dem blue speech got still my mind a blow. Block the roads, can we march in slow? And we don't know when the truth will show. Don't stop and I promise, something will tell you no. If you listen, you will hear sweet song very clear. The power of
on silence around us everywhere. Welcome to the sweet song. Welcome to the sweet song. Welcome to the sweet. Wie viele Videos hast du im letzten Jahr released? Also fassen wir mal zusammen. Es waren wie viele Singles? 12. In einem Jahr? In einem Jahr. Das habe ich bis jetzt nicht einmal noch in meinem ganzen Leben geschafft. Also Head up, Hut up. Danke. Dann ein Album hast du rausgebracht? Ja, dann im Februar heuer. Und wie viele Videos? Letztes Jahr, glaube ich, haben wir 6 oder 7 Videos rausgebracht. Für das Album sind jetzt mittlerweile 3 Videos draußen auf YouTube und auf den diversen anderen Kanälen. Und das für mich das coolste Video ist mit dem Million Styles zusammen das Feature. Das ist auch mein bisher erfolgreichstes Video, eh mit Babyzahlen für das Reggae-Genre. Aber wir haben jetzt, glaube ich, in 2,5 Monaten oder 3 Monaten fast 50.000 Klicks auf das Video. Mhm. Wir sind mit der Nummer, mit Ganja Love, a Remix, auch auf Platz 1 gegangen in den Superfly Charts. Superfly Charts, gell? Ja, absolut. Großes Danke auch an die Leute von Superfly, die da keine Freundelwirtschaft betrieben haben, sondern die haben 2017 meine Musik entdeckt, ohne dass wir da jetzt irgendwelche Connections rein haben, und haben sich das angehört, haben das für cool befunden und haben angefangen, meine Musik zu spielen und dann immer mehr, bis letztendlich nach 21 Jahren harter Arbeit ich meinen ersten Nummer 1 Hit im Radio hatte. Du machst ja auch immer wieder mit deiner Tochter gemeinsam Sachen, die enorm viele Klicks haben. Das war von Let It Flow mal was und dann der Bär. Jetzt vor kurzem haben wir einen Bären-Rap gemacht. Also die Eiskönigin war, glaube ich, 2018, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, 2017 und oder 2018 wollte meine Tochter unbedingt einen Song. Unbedingt, Papa, Papa, machen wir einen Song. Und sie war halt riesiger Eiskönigin-Fan. Und ja, dann haben wir halt ein Eiskönigin-Lied gemacht und das ist ziemlich arg angekommen. Hätte ich eigentlich gar nicht erwartet. Niemals gedacht, dass ich mal so etwas mach. Doch bei den Augen meiner Tochter werde ich irgendwie schwach. Und jeder noch so harte Macker kann mich sicher verstehen. Wenn die Prinzessin etwas will, dann muss Papa das reden. Ja, das mit dem Schloss aus Eis am Spielplatz habe ich leider nicht geschafft. Nein, ich hoffe, es reicht, dass ich auf die Speed will ich was gedichtet hab. Und wenn du willst, dann gucken wir uns den Film zum tausendsten Mal an. DVD rein, setze an, hier kommt die Eiskönigin, geht sie dir keine Bahn an. Manchmal etwas Trauriges und manchmal was zum Lachen. Wenn der Bär verreisen will, dann packt er seine Taschen. Frische Wäsche, Proviant und allerlei zum Naschen. Wenn er nichts zu fressen hat, dann sucht der Bär sich Futter. Und wenn er selbst nicht finden kann, dann fragt er seine Mutter. Wenn der Bär spazieren geht, dann singt er Wanderlieder. Schade ist, er kennt nur eins, das singt er immer wieder. Der Bär, jeder kennt den Bär. Kennt ihr den Bär, dann auf dir, oh yeah. Der Bär, jeder kennt den Bär. Kennt ihr den Bär, dann auf dir. Was macht der Kicho, wenn er nicht mit seiner Tochter rappt? Was sind deine Pläne? Was hast du? Meine Pläne, also ich bin nicht so fleißig wie der Recall. Ich bin ein bisschen zurückhaltender, weil mein Fokus ist in den letzten Jahren eben mehr aufs Familienleben gegangen. Also ich bin mit der Musik ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich habe zurückgeschrauft einfach mit der Musik. Du bist jetzt auch wieder Papa. Jetzt hören wir mal einen Song von dir. Du hast uns ja heute ein Medley mitgebracht. Aus welchen Songs besteht das Medley? Das ist mein Bühnenintro, also wenn ich eine Stage Show habe, aus den Songs Lion Army und When We Dance. Und wir waren so frei und haben heute exklusiv für euch den Song Prison draufgehängt. Ein Wahnsinn, das möchte ich gerne sehen. Pussy spliffer, ya nur la mede. Me nah go tell no lie when me say me ever ready. The lion out the jungle, then prepare and stand it. Me nah no mercy, you will need a paramedic. And you will look up for your mommy and your daddy. But bloody tag around the throne, she said, me auntie Debbie. Me understand Babylon, you and me kiddy. After you and Tommy Chevy. Tell me, sick boy, yo, let me come the lion army. Mary, so me no stop. Tell me, sick boy, yo, let me come the lion army. Lion solid as a rock. Hey! Thema Nachhaltigkeit, ist für euch ein Thema? Ist für mich auf jeden Fall ein Thema. Auch wegen dem Clean Food? Erstens einmal wegen dem Clean Food. Das Ganze ist aus einer möglicherweise glücklichen oder sehr unglücklichen Situation heraus bei mir passiert.
Ich habe da auch ehrlich gesagt in der Öffentlichkeit noch nie drüber gesprochen, aber ich habe 2018 einen ziemlich schweren Unfall gehabt, der von der Einstellung her mein Leben ziemlich massiv verändert hat, der mich ziemlich wuchtig auf dieses Thema Nachhaltigkeit und zurück zu den Wurzeln und Mutter Erde, Natur, wie sind wir eigentlich in der Verbindung mit dem Ganzen, gebracht hat. Und ich habe angefangen zu essentialisieren, so wie ich das nenne. Ich weiß nicht, ob es das Wort tatsächlich gibt. Ja, das gibt es jetzt. Das gibt es jetzt, ja. Könnte auch ein Name für die Backvocals sein. Die Essentials, ja. ich habe angefangen, mir Gedanken zu machen über Dinge, die ich tatsächlich brauche und Dinge, die ich einfach kaufe. Ich habe einen Garten im 22. Bezirk, den ich gehegt und gepflegt habe. Da habe ich mich austobt, ich habe Sachen wiederverwertet, ich habe Sachen secondhand irgendwie mir besorgt, ich habe Dinge, die weggeworfen wurden, wiederverwertet und für mich neu entdeckt. Cool. Sachen, die schon abgestaubt in der Ecke standen sind, irgendwie so, oder angestaubt, abgestaubt wäre ja super, aber die ziemlich verstaubt in der Ecke standen sind, und bin für mich persönlich draufgekommen, dass man gar nicht so viele Dinge braucht, wie man eigentlich glaubt, und dass Dinge sehr, sehr lange ihren Wert behalten können, wenn man es nur sieht. Und wenn du jetzt ein Ding hast, das du nicht brauchst, weißt du, wohin du das bringen kannst? Soll ich es da sagen? Ich hätte eine Idee. Wohin? 48er Dandlermarkt. Aber das bringt es am besten in die Dandlerbox am Mistplatz. Da ist so eine Box, da könntest du es dann hinstellen. Ja. Und das kommt dann im M48er Dandler. Das wäre besonders leid. Okay. Oh yeah, the good old times. Yeah. Royal Combo, Ricard Kicho, back in the days. Hey little girl, show me what you got. Your flat belly, your body, pump on that fat. Shake that booty, shake that booty. Hey little girl, show me what you got. Your flat belly, your body, pump on that fat. Shake that booty, shake that booty. Du bist ne Dancehall Queen, du bist ne Königin, und wenn ich ehrlich bin, dann hab ich keine so wie dich gesehen. Dir wird ein Preis verliehen, du krasser Hauptgewinn. Baby, baby, du warst in meinen letzten Sehen. Ich hab dich schon lang gesehen, jetzt stürze ich mich ins Geschehen. Du bewegst deinen Arsch, Baby, ich mach dir den Charlie Sheen. Kleine Ärsche, große Ärsche, glaub mir, ich hab viel gesehen. Doch die schönsten Ärsche dieser Welt, die gibt's bei uns in Wien. Do the sound, wiggle it around. Shake your booty up and down. Do the sound, wiggle it around. Shake your booty up and down. Woo! Hey little girl, show me what you got. Your flat belly, but you pump on it. Shake that booty, shake that booty. Hey little girl, show me what you got. Your flat belly, but you pump on it. Shake that booty, shake that booty. Zeig mal her, was du hast. Komm mal rüber und beweg deinen Arsch. Der Club brennt und du spürst den Bass. Baby, baby. Hey, hey, ich tanze mit der Crew in den Club ein. Das Beste wird für uns heute nicht genug sein. Du willst tanzen, teil dir deine Kräfte gut ein. Die Sohle wird nicht lang auf deinen Schuhen bleiben. Oh nein, du scheinst sein und ich hebe das Glas für dich. Ich trink aus, dass ich alles dreht, sag ich nicht. Wir schicken weiter, bis der nächste Tag abbricht. Weil alles erste Sahne ist, nehme ich plane nicht. Stampfe mit den Füßen auf dem Boden auf. So wie du tanzt, sieht es für mich schon verboten aus. Die Typen hängt die Zunge weg bei hungrigen Toyoten raus. Ich schick sie zur Abkühlung in den Hof hinaus. Krone auf den Kopf, weil ich Partykönig und regiere heute Nacht den Club mit meiner Partykönig. Wir feiern weiter, solange wir in der Lage sind. Nach dieser Nacht brauch ich ein Aspirin. Hey, little girl, show me what you got. Your flat belly, but you pump on them fat. Shake that booty, shake that booty. Hey, little girl, show me what you got. Your flat belly, but you pump on it, fat in the sun. Shake that booty, shake that booty. Ja, Nädel. Ja, Dennis. Es ist soweit. Es ist schon wieder aus. Komm, fang das an, ist das aus. Es vergeht so schnell. Es vergeht mir viel zu schnell. Ja, die Musik ist so cool. Nein, die ist nicht cool, die ist leiwand und ja, cool. Musik aus Wien, hier in der 48er Tandlershow. Nächste Woche geht's weiter. Bei Musik und Talk. Genau hier.